Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 4 mit mir, dem Pete. Und wir begeistern uns gerade an diesem wundervollen Kunstwerk, das auch ein Zweijähriger hinbekommen hätte. Aber das sind ja generell die Kunstwerke, die am meisten Geld am Markt bringen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Was machen wir denn ja heute? Ich glaube, wir fahren heute erstmal zum Waffenladen, wo ich den gerade unten links sehe. Weil wir haben keinen Raketenwerfer. Das ist schon mal eine Sache, die geht gar nicht, weil der ist geil. Außerdem, sorry Taxi, außerdem ja, Missions, wir gucken nächste Folge, ob wir eine Mail bekommen haben, oder gucken wir diese Folge, ja, mal gucken. Von, wen haben wir jetzt eigentlich gefragt, Lord Schick oder die anderen? Ne, ich glaube die anderen mit dem geilen Körper, die läuft. Ich würde mal sagen, die Limousine haben wir mal schön angehoben, wa? Alter, wie kann man so eine Karre so anmalen? Immer krass. Boah, gib mir das jetzt schon wieder auf die Eier mit dem... Ne? Ihr wisst schon. GPS. Aus. Hat die aber schon mal eingestellt. Hör auf, das zu ändern, GTA. So, jetzt aber zum Gunshop und... Erstmal wieder eine kugelsichere Weste holen, weil ich glaube, wenn wir jetzt erstmal beim Italiener weiter... Aufträge machen, dann sind die nicht ganz ungefährlich für unsere Gesundheit und deswegen sollten wir uns selbstverständlich mit einer schusssicheren Weste schützen. Warte mal kurz. Alter, der Wagen hat schon Rums, ey. Der haut die Leute einfach weg. Egal, ob das eine Limousine ist oder Van. Jetzt parken wir hier erstmal... gegen die Fahrspur. Wir sind Nico Bellic, wir halten uns nicht an Regeln. Gucken, wie ja, ich bin ja cool. Was hast du da hinten? Hast du da so einen Ofen? Oh Gott. Granaten sind generell natürlich auch nicht schlecht. Moment, ach ne, wir nehmen jetzt erstmal fett den Raketenwerfer in die Hand. Ja, guck mal, wie geil wir uns abstützen an dieser Kiste. Haben wir fett. 15.000, krasses Schild. Erstmal kaufen. Weißt du, und für 15.000 kriegt man direkt eine Rakete dabei. Und jede weitere Rakete $5.000. Kann man nicht viel mittragen. Finde ich ein bisschen traurig. So, die Weste holen wir uns natürlich auch. Außerdem müssen wir uns, glaube ich, mal wieder mit neuer Munition ausrüsten. Hier, genau. Zack, 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 zack. Und ich glaube, unser SMG hat auch langsam Geist aufgegeben. Ist ja immer noch wichtig für... Ja... 200 Schuss hatten wir noch, aber was sind schon 200 Schuss, meine Damen und Herren, wenn wir 1200 haben können. Die Diege kann ich mittlerweile auch nehmen. Sehr gut. Naja. Die nehmen wir erstmal mit. Die müssen wir natürlich erstmal auch ausprobieren. Catch you later, Alligator. Was hat die Igel denn für einen Rums? Ich stütze mich ab, Mama. Ich dachte, die fliegen jetzt so richtig geil weg, wie in so Actionfilmen. Weißt du, wenn Arnold Schwarzenegger einen Deagle zieht, dann BÄM! Aber gut, dann halt nicht. Gut ist sie wahrscheinlich trotzdem, allein schon von der Präzision her. So. Jimmy Pellegrino, da wollte ich hin. Ich meine, hier ist Auftraggeber. Der hat mich auch, glaube ich, da hingeschickt, ne? Oder gehen wir zum Auftraggeber? Ich glaube, wir gehen zum Auftraggeber. Gucken, was der von uns will. Das habe ich natürlich wieder überhaupt nicht auf die Uhr geachtet. Dann spiele ich jetzt 3 Minuten oder so. Sagen wir einfach, ich habe ein Viertel lang angefangen, also 2 Minuten. Oh. Alter! Hier rennen gerade 2 Zwillingsbrüder in unterschiedliche Richtungen. Ich will euch nicht trennen. Oh, jetzt habe ich euch getrennt. Sorry. So, Sonntag ist heute für euch. Für mich ist immer noch Freitag. Ja, ich nehme... Die Wochenenden muss ich meistens halt im Voraus aufnehmen. Diesmal hatte ich allerdings ein bisschen mehr Zeit. Deswegen musste ich hier nicht so einen komischen 15 Minuten die Schneide-Crap machen. Sondern ich konnte jede Aufnahme einzeln machen. Wir haben jetzt bei mir gerade Freitagmorgen. Gleich geht's in die Heimat. Der Sepp wird mich mitnehmen. Hoffentlich... Wenn er sich jetzt nicht noch umentschieden hat mit seinem neuen schönen Auto. Das ist übrigens ein A3 für die Leute, die das auf der Facebook-Seite nicht richtig erkennen konnten. Der hat sich schön einen A3 geholt. Ja, und zwar, nicht wie einige vermutet haben in den Kommentaren, als er die Fotos bei Facebook gepostet hat von YouTube Money. Nein, der Sepp ist mittlerweile, er hat mittlerweile einen Job
Er ist quasi fertig mit Studium und so. Und der geht jetzt ganz normal arbeiten. Ist der vorher eigentlich auch. Der hat ja ein duales Studium gemacht. Der hat immer schon Geld verdient. Und dann hat er ein bisschen gespart. Laut eigenen Aussagen 5 Jahre lang. Und finanziert sich jetzt den Anwein. Das ist ein schönes Auto. Der war schon damit bei mir. Haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Haben wir schon ein bisschen Spaß gehabt mit der Spracheingabe. Also der hat auch so einen Siri-Verschnitt eingebaut. Aber leider nicht so lustig wie Siri. Versteht auch lange nicht so viel wie Siri. Aber trotzdem witzig. Wieso haben die GTA-Autos keine Spracheingabe? Oh, scheiße, die wandern. Das sind natürlich... Oh, eklige Flecken. Jetzt habe ich nie nach vorne geguckt. Ach, ärgerlich. So, da könnte man sagen... Ruf Little Jacob an. Oder warum kann man keine unterschiedlichen Stimmen fürs Navi einstellen? Sepp hat für sein Navi auch erstmal natürlich gesucht. Da gab es so Darth Vader und so ein Scheiß. Moment, ich noch mal kurz hier die Bullen loswerden. Ah, hier wäre auch ein Waffenladen gewesen. Irgendwie hätten wir uns sparen können, sehe ich gerade. Naja, hinterher erstmal immer klüger. So, holen wir uns doch mal eine Mission von einem Telefonautomaten. Telefonautomaten? Hook, Line and Sinker. Hello. I'm a friend of Fields. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Der hat ja eine coole Stimme. Der hat echt eine coole Stimme. Do you understand me, brother? Guck mal, der wird mir auch noch Waffen und kugelsichere Westen zur Verfügung stellen. Wie scheiße ist das denn? Also, ich meine, ist natürlich nett, aber... Ich meine, what the fuck? Ich habe mir gerade welche gekauft. Hä, wieso habe ich denn dafür... Jetzt schon wieder Munition... Nee, das war nicht die Waffe. Welche Waffe waren das denn? Wofür habe ich denn jetzt Munition bekommen? Egal, lass mal die Diegel nehmen. So, unser Zielperson befindet sich da hinten. Oh, cool. Oh ne, jetzt springt der Wagen nicht an, oder was? Ah doch, alles cool. Alles cool. Mit dem Wagen durch die Gegend fahren macht Spaß. Der ist cool. Run! Mit einem Tröpfchen in der Hose. Oder am Gebäude. Oh fuck. Wow. Da sind wir ja geschmeidig an den Polizeiautos vorbei. Oh, hier ist ein Coffeeshop. So wie in Holland. Oh nein, jetzt habe ich hier einen umgefahren. Wir sind die Polizei. Wir finden das nicht gut, wenn du Leute umfährst. Ach, die sind aber auch nervig, diese Polizisten. Direkt noch einen umfahren. Wow, der ist bestimmt geflogen. Mir gefällt das gar nicht, dass der Wagen schon wieder so smoky doped. Alter, hier ist gerade eine Garage angegangen. Ich glaube, ich probiere mal eine Garage auf. Aus. Habe ich im Spiel noch kein einziges Mal gemacht, glaube ich. Reparieren die Karre jetzt auch wieder? Das wäre doch mal... Oh nein! Nein, 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 nein. Was ein Troll-Spray-Shop, ey. Mein Gott. Ja, das ist doch mal eine Feind... Oh nein, das ist... Jetzt ist Nacht. Okay, Nacht gibt es nicht. Direkt nochmal sprayen. Wie viele Stunden dauert das denn bitte, hier die Scheiße zu sprayen? Ich will die Farbe gerne behalten, aber die Zeit soll voranschreiten. Ist das im Bereich des Möglichen? Sieht immer noch ganz schön mächtig aus. Vielleicht nochmal reinfahren. Wenn jetzt wieder Pink kommt, dann muss ich halt damit leben. Hauptsache es ist Tag. Oh nein, wie lang dauert das denn? Oh nein. Wie viel kostet das eigentlich jedes Mal? Ich achte da gar nicht drauf. Das Bild fällt mir jetzt auf all, wie geil das ist. Oh nein, es ist immer noch Nacht.
Ich könnte mal einfach mein Handy benutzen, um zu gucken. Ne, kann ich nicht. Ich kann mein Handy gerade nicht rausholen. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt nicht noch so viel Zeit investieren, um... Ach Leute, verarscht mich doch nicht. 6 Uhr 3 ist es. Gibt es eine Stunde ungefähr vielleicht? Vielleicht ist es um 7 schon Dämmerung. Sollen wir mal gucken. Trotzdem geil, wie dem die Reifen aus den Ohren rauskommen. Ah, kommt mir schon deutlich heller vor. Und wir sind weiß. Hammerfett. Ah, und quasi schwarze Felgen. Alles klar, damit kann ich leben. Oh, scheiße, erstmal den Wagen kaputt fahren. Weiß gegen weiß. Irgendwie macht mich das hier gerade neugierig. Wieso da so eine fette Leiter ist. Meinst du, die ist noch wichtig für eine Mission? Oder ist da oben, kann man da oben einfach Quatsch machen? Cool, jetzt geht die fucking Leiter hoch. Muss ich dafür was drücken? Hab ich schon wieder vergessen, bin schon so lange keine Leiter mehr gestiegen. Ah ja, musste ich. Ich musste F drücken dafür. Für die Leute, die es interessiert. Und vielleicht ist hier dann ein Vogel. Hier kann man noch weiter hoch. Vogel sehe ich jetzt hier nicht. Ja, keine Ahnung, hat mich jetzt einfach mal interessiert, what the fuck hier ist. Da! Ich wusste. Wie gut die versteckt haben, ohne Scheiß. Ich bin eine Taube. Jetzt nicht mehr. Noch 189 übrig, wie übel ist das denn? Kaum schießt man, hört man hier voll viele Crash-Geräusche. Ich glaube, die Leute paniken direkt, wenn die irgendeinen Schuss hören. Vor allem so ein Diegelschuss, der ist natürlich auch sehr laut. Leute, wie schnell ging das? Nico ist voll der Rutschmeister. Hammer geil. Nicht gegen die Polizei fahren. Nicht den Typen umfahren. Na gut, sehr gut. Ah, guck mal hier. Direkt alle gecrashed. Sorry. Irgendwie erinnert mich der Song, der gerade läuft, an so alte Computerspiele. An so Rail-Shooter oder so. Oh. Oh, so eine Lampe, die hat aber schon... Die hält einen schon gut auf. So, jetzt sind wir hier wieder mit dem Ding auf Gebiet, mit dem wir uns gut auskennen. Finde einen Weg, um an die Zielperson heran... Alter. Ja, so schon mal nicht. Wie weit ist denn die Zielperson weg? Wie weit denn mit einer Sniper? Vorsichtig. Tja. Da war nicht so schwer. Tell the client that they don't need to worry. The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me on the outside line. Ich verstehe, das ist jetzt also quasi so ein Auftraggeber im Sinne von naja, Auftragsmorde quasi ohne große Story dahinter, verstehe. Aber jetzt, wo wir gerade hier hinten sind, können wir noch ein bisschen driften, was mal geil ist. Und uns noch einen weiteren Auftrag abholen. Wie spät haben wir? Mal gucken. Mann, scheiß drauf, können wir trotzdem. Ich dachte, der Typ... Hab ich gerade auf der Karte verguckt. Das sah so aus, als wäre der hier hinten auch. Achso. Und der ist hier hinten in einem dieser komischen Häuser. Habe ich hier nicht... In dem Haus habe ich, glaube ich, schon mal Leute abgeknallt, ne? Ja. Könnte hinkommen. Hä, wie weit muss ich denn noch fahren für den Bobby? Ich dachte, der wäre hier direkt, ne? Ah, hier ist was. Boah, das war knapp. Ah, da. Oh, coole Auffahrt. Ich bin reich, Mama. Dann parken wir doch mal. So. Tür haben wir auch nicht mehr. Ist voll einfach ein- und auszusteigen. So, mal gucken, was das hier zu erzählen gibt. Pegorino's Place. Yeah, I'm here to see Mr. Pegorino. Well,
I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him? Or maybe all three? It's okay, Mrs. B. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Die ist ja witzig. Hey, what? Someone for you. Oh, yeah. So, are you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem, and you're gonna deal with it. Or you're not gonna deal with it, and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pegorino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Right. Das war also der Don. Jimmy's on his way. Nico, right? Skipper said you'd be driving. Sit-down's over at the old refinery in the Actor Industrial Park. Oh. Hoppala. Da habe ich wohl jemanden vergessen. Oh, den Boss. Ich trage einen lässigen Rucksack. What are you waiting for? Hit it! Let's go! Das ist ja gut. Der Typ ist irgendwie strange. Ich habe nicht so ganz die Ironie verstanden, die dem Charakter innewohnt. You guys all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses will be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The battles wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook! Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Vanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to asking them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance.
I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond can fuck up his case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for 6 moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Und da sind wir. Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans from up there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Ja, hatte ich vorher schon. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. Habe ich verstanden, wir sind Professionelle, mein Gut, ja? Immer laber nicht so einen Scheiß wie deine Freunde. Ehrlich gesagt labern wir generell nicht viel. Wait a second, what the fuck ist das hier hinten? Shotgun. Alte Shotgun. Ah, ich verstehe. Muss ich mir nachher den Weg nach unten erkämpfen oder was? Ist jetzt einfach mal ein Tipp. Aber viele Treppen. Aber gut, Sniper-Mission ist immer schön. Das ist wie ein Moorhuhn. Ist angenehm. Ah, wie optimal. Dann schauen wir doch mal, was abgeht. Wo geht er denn hin? Achso. Was ist denn da? Oder hat mein Boss 2 Schüsse heftig abgekriegt? Wie soll ich denn den retten? Weiter schießen hiermit. Ja, mich schießen hier, Bitches. Wait a second, wo rennst du denn hin? Kommt jetzt noch einer? Muss ich runtergehen? Ich gehe mal runter. Check die Situation ab. Ach ja, das war ja wohl wie den Schuss von klar. LOL! Achso, von da oben. Erstmal ein ganzes Magazin für einen Bobby draufgehen lassen. Gute Idee, Pete. Wo kommt ihr denn her? Ich habe hier gerade noch mit meiner Sniper alles abgecheckt. Mich eiskalt an einem vorbeigelaufen. Ohne Scheiß, wo kommen die denn jetzt alle her? Ja, hasst mich total. Ich bin so eine Kampfmaschine. Ich bin noch bei ihm quasi. I'm sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit-down!
Voll uncool von denen. They're trying to make off with my tribute. The fucking nerve. We're gonna ice those fucks, Nico. Okay, da ist wohl jemand noch ganz schön. Ganz schön fit dafür, da eine Kugel. Don't get my gift and make those pricks pay. Oh, you gotta go, Nico. I can't move with this bullet in my gut. Na, gib mir kurz eine Sekunde, musste eben. Hm, jetzt muss ich diesen fucking Rucksack tragen. Here you go. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Ja, wie wird mit Krankenhaus? Ah nee, ist ja Mafia. Krankenhaus ist keine gute Idee. Ja, gehen wir, ziehen wir jetzt mal hier weg. Voll die passende Musik, so ein bisschen. I can't believe that Pavanos would treat me like this. Hagarino name should mean something to them. It means something in Alderney. Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah, those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on. And hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position. Either because they know too much in my rat, or because they got too much power, and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big, and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pagarinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Well, kaum eine Mission gemacht, schon sind wir hier. Schon plagt uns seine Probleme, seine Gedanken. Ja, ich merke schon, wir werden es weit bringen mit dem Kollegen. So, wollen wir dich mal wieder nach Hause bringen? Da sind wir auch schon. Da kann sich deine wunderhübsche und nette Frau um dich kümmern und dich verarzten. Viel Spaß dabei. Wenn sie nicht gerade betrunken ist. You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Arrivederci. Oh, jetzt gibt's auch mal einen netten Payday. $10,500. Damit kann man schon mal die Knarre ein bisschen in die Luft halten. So sehe ich es auch, Nico. Und dann machen wir auch Schluss für die heutige Folge. Ich danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute.